Er hat sie alle einmal mehr überrascht, dieser Papst Franziskus. Eine gute Dreiviertelstunde vor dem Gottesdienst ist er im Papamobil mehrmals über den Petersplatz gefahren. Auch wenn noch längst nicht alle Pilger da waren, so als wollte er denen, die lange ausgeharrt hatten, sagen: Schön, dass ihr da seid. 200.000 Pilger, viele von ihnen aus Südamerika und vor allem aus Argentinien, haben sich auf den Weg gemacht, um bei der Amtseinführung von Papst Franziskus dabei zu sein. Dazu kamen rund 150 Staatschefs, Minister, gekrönte Häupter und natürlich viele Bischöfe und Kardinäle. Wir haben einen Papst, der nach vorne schaut und die Zukunft schaut, den Menschen mitnehmen möchte auf dem Weg des Glaubens und der viel Wert legt auf die Gemeinsamkeit, auf das Miteinander in der Kirche und der auf diese Weise den Menschen Mut macht, mit ihm diesen Glaubensweg zu gehen. Ich bin sehr dankbar für diesen Papst und wir haben heute einen festlichen Tag erlebt. Er wird die Kirche nicht neu erfinden. Er wird uns ermutigen, er hat die richtigen Zeichen gesetzt, er will uns ins Zentrum führen. Das hat mich sehr bewegt bei seinen Ansprachen und seinen Begegnungen und das macht uns allen Mut. Bei der Messe auf dem Petersplatz erhielt das neue Kirchenoberhaupt die beiden wichtigsten Insignien seines Amtes, den Fischerring und das Pallium, eine Wollstola mit roten Kreuzen. Der rote Papstsessel stand genau unter der Loggia, auf der sich der 76-Jährige vor 6 Tagen als neu gewählter Papst den Menschen gezeigt hat. Für die Pilger bedeutete diese Amtseinführung von Papst Franziskus die Stunden ihres Lebens. Mitten unter ihnen war auch eine Gruppe der katholischen Landjugend aus dem Erzbistum München und Freising. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, einfach diesen Mann zum Singen, der würde es einfach halten und sich da nicht irgendwie in den Mittelpunkt drängen oder so. Seine ersten Auftreten eben, wie er dann gesagt hat, ja, und die Kardinäle haben mich vom Ende der Welt geholt und jetzt bin ich hier und gute Nacht. Also so einfach, ganz einfach, schlicht und es wird uns ein guter Papst sein. Ich finde, dass in diesem Franziskus gerade durch seine Einfachheit, was durch das Äußerliche, durch seine Aussagen und sowas kommt, doch auch eine ganz starke Kraft drinnen steckt, die einen mitreißt und die hat vielleicht auch uns mitgerissen, ohne dass man das jetzt vielleicht groß erklären kann, dass wir hierher gefahren sind und das so spontan entschieden haben. Engagiert und stehend, nicht wie seine Vorgänger im Sitzen, rief Papst Franziskus in seiner Predigt dazu auf, die Schöpfung zu bewahren und sich besonders um die armen und schwachen Menschen in der Gesellschaft zu kümmern. Und er grüßte seinen Vorgänger Papst Benedikt und gratulierte ihm spontan zu seinem Namenstag. Nach dem Gottesdienst traf Bundeskanzlerin Angela Merkel das neue Kirchenoberhaupt und zeigte sich beim anschließenden Empfang der Deutschen Bischofskonferenz begeistert von Franziskus. Ich hoffe, dass die Auswirkungen nicht nur für die katholischen Christen von großer Bedeutung sein werden, sondern auch für das Christentum insgesamt auf der Welt und für die Rolle der Religionen. Und ich finde gerade das Wort der Barmherzigkeit, was in den letzten Tagen eine große Rolle gespielt hat, ist für uns alle wichtig, egal welchen Glaubens wir sind. Und deshalb ist es für mich eine große Freude und auch große Ehre gewesen, heute hier dabei zu sein. Ein vielgefragter Gesprächspartner war in den letzten Tagen und Wochen auch der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Für ihn war es die erste Papstwahl. Es wird so viel von diesem neuen Papst erwartet, jeder hat seine Wünsche. Also mir tut er fast schon manchmal richtig leid. Ja, das stimmt auch, denn der Papst ist natürlich kein Wundermann. Die Kirche geht ihren Weg. Es geht darum, dass die Kirche neu zum Zentrum geführt wird. Aber der Papst ist nicht die Kirche, der Bischof ist nicht die Kirche. Christus steht im Mittelpunkt und das ist auch sein großes Anliegen. Also insofern ist es wichtig, dass der Papst da ist und dass wir einen Bischof haben von Rom, der jetzt für die ganze Weltkirche auch noch wieder sprechen kann. Aber er wird die Kirche nicht neu erfinden. Er wird uns ermutigen, er hat die richtigen Zeichen gesetzt, er will uns ins Zentrum führen. Das hat mich sehr bewegt bei seinen Ansprachen und seinen Begegnungen. Und das macht uns allen Mut. Sie sind ja als Kardinäle seine engsten Mitarbeiter. Was nehmen Sie denn jetzt mit nach Hause? Was hat er Ihnen mitgegeben? Ja, wir nehmen erst einmal mit, das Versprechen für ihn zu beten. Darum hat er immer wieder gebeten, dass wir für ihn auch beten. Und das sollten wir tun. Das ist das Wichtigste, was wir für ihn tun können. Und wir als Kardinäle werden ihm auch zur Seite stehen, wo immer er es will.
Er muss sich jetzt hier zurechtfinden. Er wird seinen Mitarbeiterstab neu aufstellen. Und wir stehen zur Verfügung bei Beratungen, bei Synoden, wo immer er es will. Aber wir haben jetzt auch wieder unsere Aufgaben zu Hause zu machen. Ich war jetzt 3 Wochen in Rom. Jetzt wird es Zeit, dass ich wieder nach München komme und auch wieder deutlich mache, dass ich in München Erzbischof bin. Ist der Vatikan jetzt schon so ein Stück lateinamerikanischer geworden? Na, so schnell geht das nicht. Der Vatikan liegt in Rom und der Heilige Stuhl hat seinen Sitz in Rom. Und der Bischof von Rom ist eben der Papst. Und deswegen wird das immer auch ein römisches Flair sein. Und das ist auch gut. Aber es ist internationaler geworden. Der Blick hat sich geweitet auf die ganze Welt. Viel stärker, als das jemals der Fall war in den letzten Jahrhunderten. Und das ist eine wunderbare Sache. Das Wetter meinte es wahrlich nicht gut in den Tagen des Konklave. Trotzdem strömten die Menschen immer wieder zum Petersplatz, um den berühmten Kamin zu beobachten. Zweimal dann tiefschwarzer Rauch und Enttäuschung auf dem Petersplatz. Dann aber am Nachmittag des 13. März sollte sich das Blatt wenden. Gegen 19 Uhr quoll dichter weißer Rauch aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle. Die Kardinäle hatten ihn also gewählt, den neuen Papst. Und bei den Menschen auf dem Platz war kein Halten mehr. Die Glocken des Petersdoms verkünden es und der weiße Rauch hat es als erstes gezeigt. Die katholische Kirche, 1,2 Milliarden Katholiken haben ein neues Oberhaupt. Wir kennen zwar den Namen noch nicht, aber jetzt war unbeschreiblich, was sich hier auf dem Petersplatz abspielt. Die Menschen sind nach vorne gestürmt, es mögen 100.000 sein, die sich hier schon den ganzen Nachmittag versammelt haben und so sehnsüchtig auf dieses Zeichen gewartet haben. Ja, wir haben einen neuen Papst, wir werden gleich erfahren, wer es ist. Die Benediktionsloggia im Mittelteil des Petersdomes ist auch bereits beleuchtet. Wir sehen im Hintergrund den Dom. Wie gesagt, die Glocken läuten, die Menschen sind aus dem Häuschen und man hat das Gefühl, dass die ganze Welt hier versammelt ist. Alle sind froh, alle freuen sich. Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen dem neuen Oberhirten. Der 76-jährige Argentinier Jorge Bergoglio. Wer ist dieser Mann und vor allem, wie ist er? Einer, der ihn gut kennt, ist der Chef des Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat. Er wird die Wirklichkeit des Menschen im Blick haben, die sehr komplex ist, die oft auch nicht einfach gerade ist. Und er will sich mit den Menschen auf den Weg machen. Das war das zweite Wort, was er ja auf der Loggia gesagt hat, unterwegs sein. Der Lateinamerikaner denkt in Prozessen, nicht in Ergebnissen, sondern diese Entwicklung, die möchte er begleiten. Monsignore Frauenlob, nun ist es zum einen schnell gegangen, zum anderen haben wir einen Papst, mit dem vielleicht die wenigsten gerechnet haben. Was waren denn Ihre ersten Reaktionen? Zunächst eine große Überraschung, weil ich Bergoglio nicht auf dem Monitor hatte, wie man heutzutage sagt. Und dann natürlich nochmal größere Überraschung über dies, wie sein erster Auftritt abgelaufen ist auf der Loggia. Wir hatten es ja auch sehr, sehr demütig erlebt. War das für Sie ähnlich? Ja, also zunächst mal irritierend. Also was passiert, das hat man auch gemerkt an der Reaktion der Menschen. Sie waren überrascht über den Namen. Zuerst war ein kleiner Schock sozusagen, bis sich dann so die Freude Bahn gebrochen hat. Und vor allen Dingen war natürlich sein Auftritt, der ungewöhnlich war. Also es hat noch nie ein Papst so gemacht, der das erste Mal vor seine neue Diözese getreten ist. Nämlich war nur in weißem Talar bekleidet. Er hat sein altes silbernes Kreuz genommen, nicht das vorgesehene Edelsteinbesetzte. Und was man nicht gesehen hat, er hat seine schwarzen Schuhe anbehalten. Und all diese Dinge waren zunächst schon mal überraschend, aber dann natürlich, wenn man ein bisschen nachdenkt drüber, halt auch symbolträchtig. Dann kam ja noch der Name Franziskus hinzu, über den haben sich ja auch, der Kardinal Marx, glaube ich, hat es auch noch gesagt, über den haben sich auch viele, gewundert, oder? Ja, erstens gab es ihn noch nicht, den Namen, obwohl das eher überraschend ist. Denn Franziskus ist so eine positiv besetzte Heiligenfigur, gerade in Italien, dass es verwunderlich ist, dass noch nie jemand bei den Päpsten draufgekommen ist, diesen Namen zu wählen. Und Namen ist Programm natürlich, also sein ganzes Verhalten, seine Schlichtheit, die er
demonstrativ auch zeigt und zur Schau trägt, passt natürlich optimal zu diesem Namen des heiligen Franz von Assisi, des Poverello von Assisi. Jetzt ganz konkret, Sie als Insider, was ist denn jetzt schon passiert? Ist er denn schon eingezogen in den apostolischen Palast oder wie geht es jetzt für ihn weiter? Er ist mit dem Kardinal mit dem Bus ja zurückgefahren und musste ja erst mal auschecken aus dem anderen Quartier, sage ich. Aber was hat er denn jetzt so in den letzten Tagen gemacht? Naja, also ein Papst hat immer viel Arbeit. Also da, das kann man sozusagen als eine Grundgegebenheit für dieses Amt mitgeben. Er hat ungewöhnliche Akzente gesetzt. Er wollte am nächsten Tag morgens gleich sozusagen ausbüchsen nach Maria Maggiore, hat dann den ungewöhnlichen Akt gesetzt, dass er erstmal seine Sachen räumt, sein Zimmer von vorher, die Rechnung bezahlt. Und was besonders schön ist, eine schöne Geste, er hat sie Angestellten in der Küche besucht, um sich dort zu bedanken für die gute Betreuung, die er vorher genossen hat. Also offensichtlich ein Mann, der trotz der Größe seines Amtes einen Blick für das kleine und das kleine Detail auch hat. Monsignore Frauenlob, was wünschen Sie Papst Franziskus? Ich wünsche ihm, dass er sich nicht wegspülen lässt von den vielen Dingen, die auf ihn jetzt eindringen, sondern dass er seine Mitte bewahrt, dass er das barmherzige Gesicht der Kirche wird, dass er der gute Hirte ist, als der er sich ja auch präsentiert hat, der gute Hirte der Diözese Rom. Und innerhalb von wenigen Stunden nach der Wahl gab es bereits die ersten Souvenirs von Franziskus. Bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Chefredakteur gesagt hat, ich soll doch für alle ein paar Andenken mit dem Bild des neuen Papstes mitbringen. Denn das ganze Team möchte erinnert werden an diesen historischen Moment. Such a historical moment. I have some prayer cards, some pictures with the frame. And then the medals have been sold out. Wir haben einige Gebetskarten, einige Bilder mit dem Gesicht von Papst Franziskus und die Medaillons sind schon ausverkauft. Es herrscht eine sehr große Nachfrage seit dem ersten Tag der Wahl. Bis jetzt haben wir noch keine anderen Dinge, aber sicher wird es bald alle religiösen Gegenstände geben. Medaillen in Silber und Gold, es wird Schlüsselanhänger geben, alles wie bei den anderen Päpsten. Everything like the other popes. Pater Hagenkort, Papst Franziskus oder ja, Kardinal Bergoglio, ein Jesuit. Was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie diesen Namen gehört haben? Zunächst habe ich gar nicht an den Jesuiten gedacht, sondern erst mal so im Gedächtnis nachgekramt, was für ein Name das war, weil wir natürlich den fast gar nicht auf der Liste hatten. Wir haben natürlich Biografien vorbereitet gehabt, wie man das so macht als Journalist. Darunter war auch Bergoglio, aber eigentlich hatte ich mit dem Namen überhaupt nicht gerechnet. Was meine erste Überraschung war, völlige Sprachlosigkeit eigentlich, dass sie eben nicht einen der tausendmal von den sogenannten Spezialisten durch die Blätter gehobenen Papabili genommen haben, sondern jemand völlig uns Fremden. Und dann aber auch Freude, dass es ein Jesuit ist, das ist irgendwie auch was Schönes, finde ich. Ein Jesuit, ein Mitbruder von Ihnen, kann man sagen. Kennen Sie ihn irgendwie oder wie gut kennen Sie ihn? Nein, ich kenne ihn gar nicht, wir sind uns auch nie begegnet, aber man merkt so ein bisschen an der Art und Weise, wie er agiert, das klingt was bei mir. Also das ist schon sehr jesuitisch, was er tut. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich glaube, ich könnte gar nicht mal genau den Finger drauflegen, was es ist. Aber irgendwie hat das alles was, die Bedächtigkeit, auch das Ruhige, nicht die großen Gesten, die er an den Tag legt, sondern eher das sehr Menschliche. Ich finde das alles sehr vertraut. Ich glaube, Franziskus wird versuchen, die Kirche zu modernisieren, sie auf die Herausforderungen von heute einzustellen. Wir haben jetzt das erste Mal einen wirklich internationalen Papst. Die Kardinäle haben vor dem Konklave sehr deutlich gesagt, dass die Nicht-Europäer mit einer ganz normalen Selbstverständlichkeit aufgetreten sind. Also nicht, dass sie was einfordern, sondern man gehört dazu, zu den wirklich wichtigen Problemen Europas kommen jetzt andere, nochmal sehr viel wichtige Probleme. Also das Ganze ist sehr viel internationaler. Darauf wird sich der Papst einstellen müssen und jetzt nicht auf irgendeine Ordensgemeinschaft. Sind Sie als Jesuit jetzt auch so ein bisschen stolz, dass einer der Ihren Papst geworden ist? Froh ja, stolz eher nicht. Ich finde es schön. Ich finde es auch der Buntheit der katholischen Kirche angemessen, dass das mal so reihum macht. Viel schöner finde ich eigentlich die grundlegendere Sache, dass es mal ein Ordensmann ist. Also ob das jetzt ein Zisterzienser ist oder ein Franziskaner oder ein Benediktiner oder ein Jesuit, das finde ich jetzt noch mal weniger wichtig als die Tatsache, dass es überhaupt mal wieder ein Ordensmann ist. Die Ordensleute sind ein wichtiger Teil der Kirche, das darf man auch sehen. Und wir hatten das seit, wenn ich richtig gerechnet habe, 160, 170 Jahren nicht mehr.
Als Zeichen für das neue Oberhaupt der Kirche bekam auch die Petrusfigur im Hochaltar von St. Peter in der Münchner Innenstadt wieder ihre Papstkrone auf das Haupt. So ist der Papst nun auch in München wieder zurück.